Jo, hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir backen heute zusammen und währenddessen habe ich mir hier so ein paar Fragen aufgeschrieben, Probleme, auf die ich dann reagieren soll oder meine Tipps dazu geben soll. Und ich habe hier schon den Teig, es ist maximal viel geworden. Mein Blech liegt hier, was ich nicht wundere. Ich fange jetzt einfach mal, ich bin überfordert jetzt schon, weil ich so Angst habe, ey, beim Plätzchen backen. Kann halt auch so viel schief gehen, also wenn der Teig jetzt klebrig ist oder so, hätte ich gar keinen Bock drauf, ich schwör's euch. Ich fange jetzt auch gleich an mit dem ersten Problem von euch. Muss mich nur kurz konzentrieren. Nice. So, mein Freund schreibt mit anderen Mädels. Wie soll ich es ansprechen, beziehungsweise wie soll ich ihm das sagen, damit er, oder wie war es aufgeschrieben? Damit er es, genau, weil sie eben dadurch in sein Handy ja geschaut hat. Und ich habe es voll dumm, ich habe es so schnell alles abgeschrieben gerade vorhin, weil ich gemerkt habe, im Handy ist einfach unsinnig. Ja, deswegen, es geht einfach darum, dass sie in dem Handy von seinem Freund gefunden hat, dass er mit anderen Mädels schreibt und sie das aber ja nur rausgefunden hat, weil sie ihm auf sein Handy geschaut hat und jetzt weiß ich nicht, wie sie ihm das sagen soll, weil er dann checkt, sie hat auf sein Handy geschaut und das ja auch nicht geht. Oh Gott, schwierige Situation. Also auf der einen Seite muss ich sagen, Moment. So, auf der einen Seite muss ich sagen, Vertrauen ist halt extrem wichtig und wenn du schon anfängst, in sein Handy zu schauen, ist das natürlich schon mal so der erste Punkt, sag ich mal, wo natürlich für eine Beziehung halt überhaupt nicht gut ist. Auf der anderen Seite liefert er dir ja natürlich auch den Grund oder du hast ja auch das Gefühl, da ist was. Du hättest ja wahrscheinlich nicht in sein Handy reingeschaut, wenn du jetzt gar nicht gedacht hättest, dass du da was findest oder so. Oder keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Aber das heißt ja zumindest schon mal, dass er dir den Grund liefert, was ja auch überhaupt nicht geht. Oh Gott, ich hoffe, die brechen nicht. Was ja auch einfach ein total, ja, was einfach nicht geht in einer Beziehung. Also man schreibt einfach, wenn die Freundin nichts davon weiß, finde ich, also sobald der Junge heimlich mit Mädels schreibt, finde ich, geht das halt nicht. Ich finde, wenn er jetzt mit dir drüber redet und dir irgendwie das erzählt und das eine gute Freundin von ihm ist oder keine Ahnung, aber sobald du davon weißt, finde ich, das ist es was anderes. Wenn du dann immer noch ein Problem damit hast oder nicht weißt, okay, was ist zwischen denen, dann finde ich, solltest du ihn drauf ansprechen und nicht in sein Handy schauen. Ins Handy schauen geht einfach gar nicht, muss ich ehrlich sagen, finde ich, das ist einfach so No-Go, weil ich würde auch nicht wollen, dass mein Freund bei mir reinschaut, beziehungsweise ich finde, ja, keine Ahnung. Nee, ich finde, es geht einfach, das hat was mit Vertrauen zu tun. Und ich finde generell in einer Beziehung, finde ich, das am besten, wenn man sozusagen den Code gegenseitig kennt, beziehungsweise da gar kein Geheimnis draus macht. Weil ich glaube, jeder kennt das Phänomen, wenn einem was verboten wird oder irgendwie was Heimliches ist, sag ich mal, dann reizt einen das natürlich noch eher. Ich würde es einfach offen und ehrlich ansprechen, weil ich finde, in dem Fall, wenn er dir das nicht sagt und mit Mädels schreibt, es kommt natürlich generell darauf an, was wie in eurer Beziehung die Einstellung zu dem Thema ist. Aber wenn er mit anderen Mädels schreibt und du nichts davon weißt, dann würde ich ihn erstmal darauf ansprechen. Und wenn er dir dann Vorwürfe macht, weil du auf sein Handy geschaut hast, also da finde ich den Punkt, dass er mit anderen Mädels schreibt, von denen du nichts weißt, viel schlimmer als den Punkt, dass du auf dein Handy geschaut hast. So, keine Ahnung. Ich finde zwar auch, das geht gar nicht, aber man muss das halt irgendwie abwägen. Aber sprecht auf jeden Fall drüber, weil dich verletzt es ja irgendwie. Und du bist dadurch ja total verunsichert und vielleicht meint er das gar nicht böse oder so, keine Ahnung, sprecht einfach drüber. Ganz ehrlich, sprecht drüber. Ich bin mit der Schule fertig und weiß nicht, was ich danach machen möchte, beziehungsweise meine Eltern stressen rum und ich weiß es trotzdem nicht dadurch. Logisch. Also nur weil die Eltern dann rumstressen, heißt es ja nicht, dass du das dann eher weißt. Also das ist ja logisch. Du musst das einfach für dich rausfinden. Und ich finde, also die Leute, die mein Real Talk Video angeguckt haben, wissen ja auch, dass ich zum Beispiel auch jetzt vor eineinhalb Jahren mein Abi gemacht habe und ja jetzt immer noch nichts, sage ich mal, Richtiges mache in dem Sinn. Also ich habe jetzt noch nicht angefangen zu studieren, ich mache keine Ausbildung. Einfach aus dem Grund, weil ich erstens Ewigkeiten nicht wusste, was ich machen möchte. Und auf der anderen Seite war halt mein Abi schon ein bisschen scheiße und das hindert mich jetzt natürlich daran. Also ich habe mich jetzt schon seit 2 Semestern beworben, habe halt keinen Platz bekommen. Das ist natürlich der andere Punkt. Aber ich habe zum Beispiel auch ein Jahr, habe ich auf jeden Fall Pause gemacht und habe da Praktika gemacht. Also ich habe im Endeffekt
wollte ich verschiedene machen. Nach meinem ersten war mir dann aber schon klar, dass ich das machen möchte. Und dann habe ich da mein Praktikum verlängert und habe da dann länger Praktikum halt gemacht, um einfach noch ein bisschen an Erfahrung zu sammeln. Aber ich war mir dann nach dem Praktikum schon sicher, dass ich das machen möchte. Deswegen wäre es dann für mich nicht sinnvoll gewesen, noch irgendwas anderes anzuschauen, weil ich mir da danach einfach sicher war. Ja, aber lass dir die Zeit, weil also ich war immer der Meinung, klar, du musst natürlich auch in der Zeit was Sinnvolles machen, ob du jetzt ein Praktikum machst, ob du irgendwo arbeitest. Ich glaube, es ist Sinn, also, oder selbst wenn du reisen gehst, was natürlich gerade schwer ist, aber ich rate dir nicht nur zu Hause rumzusitzen, weil eine Zeit lang geht es zwar gut, aber irgendwann bist du so demotiviert, aber was alles angeht. Also du liegst jeden Morgen im Bett und denkst dir so, was mache ich heute, ich habe doch eh nichts zu tun, so nach dem Motto. Also ihr werdet einfach extrem faul und ich rede aus Erfahrung, weil ich habe auch eine kurze Zeit lang wirklich dann, oder was ist kurz, aber halt wirklich dann gar nichts gemacht. Deswegen schaut, dass ihr auf jeden Fall immer irgendwas habt, was ihr macht. Ob es ein Praktikum ist, ob ihr irgendwo einfach arbeitet, um Geld zu verdienen oder reisen geht. Schaut aber, dass ihr irgendwas macht. Ich bin 14 und alle meine Freunde rauchen. Ich möchte zwar nicht anfangen, aber der Gruppenzwang ist sehr hoch. Ja, wow. Also, Gruppenzwang ist so ein Thema. Ich glaube, es hat auch was mit Alter zu tun. Ich glaube, mit 14 ist das natürlich noch eher der Fall, dass man sich dann immer denkt, so, keine Ahnung, nach dem Motto, ja, meine Freunde sind mir wichtig, ich muss da irgendwie mich anpassen, dazugehören, so in die Richtung. Aber Gruppenzwang ist eines der schlimmsten Dinge, die es gibt tatsächlich. Also wenn du irgendwie merkst, dein Freundeskreis tut dir gerade nicht gut oder du kannst dich aber nicht von den Freunden trennen oder irgendwie in die Richtung, dann red da mit einer neutralen Person drüber oder vielleicht auch mit einer Person aus deinem Freundeskreis und sag dem einfach, weil also gerade ist mit dem Rauchen zum Beispiel das Thema. Rauchen ist absolut scheiße, Leute. Und wenn ihr nicht anfangen wollt, beziehungsweise ihr noch nicht an dem Punkt seid, dann lasst es auch einfach. Weil es ist einfach mega scheiße für eure Gesundheit. Und nur weil das eure Gruppe macht und das dadurch ein Gruppenzwang sozusagen bei euch sich entwickelt hat und ihr es aber eigentlich gar nicht wollt, dann guckt, dass ihr irgendwie eine Möglichkeit findet, damit umzugehen. Also redet mit den Leuten, sagt denen voller. Oft ist es ja zum Beispiel so, dass dann Freunde irgendwie also sagen, ja hier, zieh doch mal oder so, weil nach dem Motto. Aber dann sagt ihnen einfach offen und ehrlich nein und die sollen das auch lassen, das immer anzubieten oder so, also in die Richtung, weil du es einfach nicht willst. Und so hart sich das jetzt anhört, aber wenn der Gruppenzwang nicht aufhört und er bei dir immer höher wird und du das einfach trotzdem einfach, also du das einfach nicht mehr kannst so, dann, wie gesagt, erstmal rede mit anderen Personen darüber, beziehungsweise trenn dich dann von dem Freundeskreis, weil das ist dann total der toxische Freundeskreis meiner Meinung nach. Und meiner Meinung nach auch keine richtigen Freunde, wenn die dich jetzt zum Beispiel dazu überreden wollen, dass du da anfängst zu rauchen, was du aber gar nicht willst, dann hat das meiner Meinung nach nicht mit Freunden zu tun, sondern, keine Ahnung, ich finde es dann einfach uncool, macht man halt einfach. Wenn du merkst, eine Person will nicht anfangen zu rauchen, dann fang doch nicht an, die da zu überreden. Also sowas finde ich irgendwie ein bisschen unnötig. Schwieriges Thema, aber das ist schon ein schwieriges Alter. Alle, die schon älter sind, wissen, glaube ich, was ich meine. Die, die drinstecken, wissen es wahrscheinlich auch. Und die, die noch jünger sind, Leute, also 14, 15, also fand ich im Nachhinein ist schon so eine schwere Phase für einen. So Pubertät und alles fängt an. Schon nicht easy. Nächstes Thema. Ich bin so eifersüchtig und habe Angst, dass mein Freund fremd geht. Eifersucht ist auch so ein Thema, wie ich es gerade vorhin schon hatte, bei diesem mit dem Handy kontrollieren. Das hat alles was mit Vertrauen zu tun. Da musst du dir halt immer die Frage stellen, ist deine Angst begründet? Also gibt es irgendwelche Dinge, die du weißt, was er zum Beispiel tut oder keine Ahnung oder was du gesehen hast oder irgendwas. Also ist das wirklich eine begründete Angst oder ist das einfach eine generelle Eifersucht, die du in dir trägst? Und ich finde generell auch beim Thema eifersüchtig sein, ich finde so eine normale Eifersucht, eine gesunde Eifersucht, wie man sagt, ist völlig normal und ist ja auch irgendwie schön, dem anderen dann irgendwie so auch ein bisschen zu zeigen oder gezeigt zu bekommen. Ja, man ist einem wichtig oder so und dadurch entsteht ja überhaupt erst die Eifersucht, wenn man ja Angst hat, die andere Person zu verlieren oder irgendwie. Aber halt alles in einem gesunden Maße. Und sobald es halt darüber rausgeht, solltest du entweder mit deinem Partner oder deiner Partnerin einfach drüber reden. Vielleicht auch mit einer neutralen Person drüber reden. Einfach mit Leuten drüber reden, weil ja, Eifersucht ist irgendwie total schwer. Keine Ahnung, ich bin jetzt zum Beispiel nicht so ein eifersüchtiger Mensch tatsächlich.
Deswegen kann ich dir jetzt irgendwie schwer Tipps geben, wie man mit Eifersucht am besten umgeht. Aber ich finde, das Wichtigste ist einfach immer mit seinem Partner drüber zu reden, dass der auch weiß, wie es einem gerade in der Situation geht. Ja, also wie gesagt, ich finde, das Wichtigste ist halt einfach immer dann, dass ihr auch darüber redet und dass der Partner auch weiß, dass es dir damit nicht gut geht, wenn er zum Beispiel was mit anderen Mädels macht oder er alleine unterwegs ist oder irgendwas, weil vielleicht weiß er dann auch ganz einfach, wie er euch die Angst nehmen kann. So, wenn es einfach so eine generelle Eifersucht ist, vielleicht auch unbegründet, aber vielleicht weiß er dann auch einfach, wie er euch zeigen kann, dass ihr nicht eifersüchtig sein sollt oder müsst. Nächstes Thema. Ups. Oh, das ist auch ein Thema, Leute von heute. Ich habe ultra die Dehnungsstreifen am Bauch, Popo, Beine und so weiter und fühle mich hässlich vor meinem Freund. Dehnungsstreifen sind so natürlich. Also ich glaube, jeden, den man hier fragen würde, von Mädels auch, und auch Jungs. Ich glaube, also haben Jungs es auch. Ich denke schon. Aber Dehnungsstreifen, also ich habe auch Dehnungsstreifen, das ist völlig normal. Und entweder die gehen halt weg oder halt nicht mehr, aber das ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Also lasst euch da nicht verunsichern durch sowas, das ist was völlig Natürliches. Und deswegen bitte lasst euch dadurch nicht verunsichern. Und das letzte Thema. Uff, das ist ein sehr, sehr schweres Thema. Als ich abgeschrieben habe, dachte ich mir schon so, Himmel, was ist da passiert? Also, die Ex von meinem Freund schreibt ihm immer noch und hört nicht auf, ihm zu sagen, wie sehr sie ihn vermisst. Also, dein jetziger Freund, dem seine Ex-Freundin schreibt deinem Freund immer noch sozusagen und sagt ihm halt immer, dass sie ihn vermisst. Sehr schweres Thema, weil erstens finde ich das, ganz assi, wenn man weiß, dass der Ex-Freund in dem Sinn, also wenn die weiß, der hat eine neue Freundin, dann lass ihn doch bitte in Ruhe. Also so, wenn bei euch die Beziehung nicht geklappt hat, was sie ja offensichtlich nicht hat, weil er offensichtlich dich jetzt hat als Freundin, dann sollte sie eigentlich da so fair sein und sagen, okay, bei uns hat es nicht geklappt, aber dann gönne ich denen das Glück sozusagen. Also so, ich finde das, oh mein Gott, ich finde das geht gar nicht, dass die dann weiterhin schreibt. Aber gut, es ist nun mal so, sie schreibt ihm. Ich würde auf jeden Fall mit ihm drüber reden, dass es dich ultra stört und dass es dich verunsichert und dass du das dumm findest. Ich weiß nicht, was er machen kann. Er könnte natürlich sie blockieren, mit ihr reden, offen und ehrlich, vielleicht auch mit dir dabei. Und ihr erklären, dass sie das lassen soll, dass das nicht geht, dass er dich jetzt als Freundin hat. Ich würde auf keinen Fall das so machen, dass du der Ex-Freundin schreibst. Weil wenn die dann merkt, das stört dich und kann ich mir vorstellen, dass sie das dann noch mehr macht. Was halt gar nicht geht, aber so sind halt manche Mädels. Also würde ich auf jeden Fall den Kontakt mit deinem Freund irgendwie herstellen, also mit deinem Freund und der Ex-Freundin sozusagen. Und es vielleicht auch einfach erklären. Wobei, kommt drauf an, wenn ihr jetzt in so einem Dorf wohnt, alle drei, und die sehen sich halt auch so manchmal, dann würde ich auf jeden Fall das Gespräch suchen. Zu ihr auch, mit deinem Freund. Also nicht, dass das jetzt so ein Mädelsgezicke wird, sondern wirklich mit deinem Freund, weil er ist die Person, die da in der Mitte steht und das eigentlich regeln muss. Wenn es jetzt so ist, dass das irgendwie in einer anderen Stadt ist oder ihr die Person, das Mädchen, seine Ex in dem Sinn, gar nicht mehr wirklich seht, sondern das wirklich nur Nachrichten sind, dann einfach blockieren. So dumm, wie es anhört, blockieren ist eigentlich sowas total kindisches, muss ich ehrlich sagen. Ich hasse es zu blockieren. Wenn ich da Stories höre, da könnte ich einen Anfall bekommen. Ich finde das einfach total kindisch. Aber wenn sowas ist, dann, also sorry, aber wenn die einfach nicht verstehen will, dass ihr jetzt zusammen seid, dann muss es auf die harte Tour erfahren. Da muss sie das einfach irgendwie einsehen und verstehen. Und ja, das war jetzt aber auch schon die letzte Frage. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter, aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir einen Kommentar. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon gebacken habt oder ob ihr noch backt oder ob ihr vielleicht überhaupt nicht backt. Es gibt ja Leute, die backen einfach gar nicht in der Weihnachtszeit. Ich lieb's und ich finde, es macht richtig Weihnachtsstimmung. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!